Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit einer weiteren verbotenen Karte und zwar dieses Mal zu Super Regimination. Eine Schnellzauberkarte, die verboten wurde dank den Drachenherrschern. Der Effekt, während der Endphase des Spielzugs, in dem diese Karte aktiviert wurde, ziehe Karten in Höhe der Gesamtzahl an Monstern vom Typ Drache, die du in diesem Spielzug abgeworfen oder von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite als Tribut angeboten hast. Diese Karte wurde wie gesagt verboten durch die Drachenherrscher, denn man konnte damals in den Drachenherrscher-Decks mit dieser Karte hier 4 Karten ziehen in der Endphase. Und wenn man durch die Super Regimination eine weitere Super Regimination zieht, dann darf man die sogar noch darauf unchainen und nochmal 4 Karten ziehen, das geht. Und das ist natürlich extrem heftig. Die Sache ist, dass die Drachenherrscher verboten sind, mittlerweile. Und diese ganzen Karten, die durch die Drachenherrscher limitiert und verboten wurden, kommen nach und nach wieder zurück und es stellt sich heraus, dass die Karten nicht mehr gut sind ohne die Drachenherrscher. Und die Super Regimination ist da eigentlich kein Sonderfall in meinen Augen. Deswegen, kann man die Karte wieder erlauben oder nicht? Das ist eine sehr kritische Frage, weil Drachendecks sind nach wie vor nicht schwach. Wir haben Blue Eyes, die Karte aber glaube ich nicht so gut verwenden können. Und wir haben so Sachen wie das gute alte Dracheneinheit-Thema oder auch Priesterlich, die halt für OTKs bekannt sind. Und wenn man denen dann noch dieses Plus 4 in der Endphase gönnen möchte, ich weiß ja nicht. Denn diese Decks können auf jeden Fall ein bisschen umgebaut werden, um die Regimination nutzen zu können. Aber ob das so stark ist wie heutige Deckthemen oder auch Metathemen, da kann man sich auf jeden Fall drüber streiten, denn das glaube ich nicht. Denn man müsste die Themen wirklich umbauen. Denn man kann nur dann Karten ziehen, wenn man Karten abgeworfen hat, was bei den wenigsten Decks überhaupt möglich ist, mit den internen Effekten. Oder wenn man Karten tributiert hat. Oder wenn man Karten von der Hand als Tribut anbietet. Das ist halt alles nicht so wahrscheinlich. Und wenn man das Deck umbaut, dass man das auf jeden Fall machen kann, dann kann man da vielleicht noch ein Plus 1 oder Plus 2 rausholen. Aber ob das in diesen paar Decks wirklich so broken ist, das bezweifle ich ein wenig. Die Karte ist meines Wissens sogar im OCG nicht mal verboten, sondern auf 3. Und ich glaube nicht, dass die Karte da so viel macht, weil sie hat einfach keinen großen Einsatzbereich mehr. Das Deck, in dem sie broken war, gibt es nicht mehr. Und es wird wahrscheinlich auch nicht wieder zurückkommen, weil die Drachenherrscher sind viel zu stark. Und seitdem ist die Super Regimination einfach mehr oder weniger tot auf der Banlist und wird nicht mehr genutzt, weil sie halt verboten ist. Ich denke, dass die Karte eine schöne Ergänzung wäre für manche Drachendecks, aber für wirklich wenige. Denn nur die wenigsten würden die Karte effektiv nutzen können. Ob man die Karte im Blue Eyes sehen würde, fände ich sehr interessant zu wissen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, weil tributieren möchte man da einfach nicht und Karten abwerfen tut man höchstens mit der Zahlungnahme oder so. Und das wäre dann auch nur ein, ja, neutral, sag ich mal, in der Endphase. Und das ist nicht gerade gut. Vor allem, wenn man das neutral dann erst in der Endphase gehen würde. Wisst ihr, ich sehe einfach nicht den Punkt, an dem ich sagen kann, okay, es gibt ein Drachendeck, das wirklich extrem stark ist und das die Karte so hart abusen kann, dass es zu hart plus gehen könnte. Sowas sehe ich aktuell nicht. Und deswegen glaube ich, dass man die Karte vorsichtig auf 1 setzen könnte, um zu schauen, ob sie noch abused werden kann. In irgendeiner unfairen Weise. Und ich denke, dass das nicht geht. Wenn es doch geht, dann okay, dann setzt du wieder auf 0, dann gibt der Karte einen Once-Per-Turn-Effekt und gibt der Karte eventuell irgendeine Restriktion, dass man beispielsweise seine Lifepoints halbieren muss, dass man eventuell, ja, nur dann Karten ziehen darf, wenn man Karten als Tribut anbietet und nicht auch noch durch die ganzen anderen Bedingungen dieser Karte, dass man sich quasi auf eine Bedingung zum Kartenziehen festlegt und die anderen von der Karte wegstreicht, das würde gehen, aber ob das notwendig ist, bezweifle ich. Wenn ihr da anderer Meinung seid, dann schreibt das gerne in die Kommentare und wenn ihr ein gutes Erratum für die Karte habt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einer anderen Karte. Bis dann. Tschüss.